Ich fange mal von vorne an. Die in dieser Unit kommenden zusätzlichen Konzepte beziehen sich vor allem darauf, dass man bis jetzt ja nur mit der RSS-Funktion den Loss ausgerechnet hat und man ja auch andere Loss-Funktionen verwenden könnte. Wir haben gesehen, das zeige ich Ihnen jetzt, wenn die Folien laden, ja, dass im allgemeinen ML-Stack bei der Optimierung eine Loss-Funktion auszuwählen ist. Und wir haben ja auch verschiedene Loss-Funktionen kennengelernt. Den 0,1-Loss, den quadratischen Loss, den logistischen Loss, den Hinge-Loss haben wir nicht kennengelernt. Der ist mehr für SVMs interessant. Nun ja, wir haben ja gesehen, dass bei der linearen Regression der quadratische Loss ein paar Probleme gemacht hat, weshalb wir zur logistischen Regression gekommen sind. Das ist jetzt hier bei neuronalen Netzen nicht dasselbe Problem, aber es hat sich einfach mal jemand gefragt, kann man nicht auch einfach die Cross-Entropie einsetzen als Loss-Funktion? Und die Antwort lautet ja, und es ist eine Verbesserung. Deswegen muss ich Sie damit auch noch belästigen. Also, Definition der Cross-Entropie. Auch Entropie haben Sie schon gehört bei, im Base-Kapitel, beziehungsweise bei den Impurity-Functions. Wir gehen in diesem Fall, nennen Sie ein neues Entropiekonzept kennen, das Cross-Entropiekonzept. Ausgangspunkt der Definition hier sind zwei, ist eine Zufallsvariable C. Die Zufallsvariable kann eine verschiedene Zahl von Realisierungen annehmen, die aus der Menge der möglichen Klassen C kommen. Das heißt, damit konstruieren wir Ereignisse hier, die Zufallsvariable C gleich C. Das ist jetzt genau die probabilistische Interpretation, die wir zum Beispiel auch schon bei der logistischen Regression gesehen haben. Und wir vermuten, dass diese Zufallsvariable einer Verteilung P unterliegt. Und wir nennen diese Verteilung gegebenenfalls die Realität oder unsere Ground Truth, unsere Zielfunktion. Ein Modell, ein Multilayer Perzeptron, lernt allerdings eine andere Verteilung, Q. Und die Frage, die wir uns dann stellen, ist, wie teuer ist denn Q im Vergleich zu P? Wenn wir das Ereignis oder die möglichen Ereignisse in der Verteilung Q darstellen müssen, anstatt in der Verteilung P. Das ist hier nochmal aufgeschrieben. Die Cross-Entropie ist die durchschnittliche Zahl der absoluten Zahl an Bits, die wir zur Repräsentation dieser Zufallsvariable in der Verteilung Q heranziehen müssen. Von der wir ausgehen, dass sie ursprünglich der Verteilung P unterliegt. Sie haben vielleicht schon das Konzept der relativen Entropie kennengelernt, Kullback-Leibler-Divergenz. Und im Vergleich dazu, und die Cross-Entropie ist auch davon abgeleitet, das ist die Entropie plus die Kullback-Leibler-Divergenz, berechnet die Kullback-Leibler-Divergenz die Zahl der zusätzlichen Bits über die Entropie hinaus, die wir benötigen, um die Ereignisse in C, in der Zufallsvariable C, in der Verteilung Q darzustellen, anstatt in der Verteilung P. Das kommt jetzt aus der Informationstheorie. Ich gehe da jetzt nicht viel tiefer drauf ein. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon in verschiedenen anderen Veranstaltungen mal kennengelernt. Der Punkt ist, dass wir, und das kommt eher ein visueller Zugang hier, für dieses Netzwerk ja eine Ausgabe haben. Und diese Ausgabe, die kommt von der Sigmoid-Funktion. Jedes dieser einzelnen K-Werte hier, das unsere Ausgabe eben erzeugt, ist ein von der Sigmoid-Funktion erzeugter Wert. Wir projizieren die Beispiele auf die, wir projizieren den, die Beispiele auf die Sigmoid-Funktion und können feststellen,
wie wahrscheinlich gehören die Beispiele zu einer bestimmten Klasse, indem wir einfach die Werte, die aus dieser Funktion herauskommen, als Wahrscheinlichkeiten interpretieren. Wir wollen aber eigentlich keine Wahrscheinlichkeiten, wir wollen einfach nur die wahre Klasse haben. Das ist genau hier in diesem Teil der Formel ausgedrückt. Die wahre Klasse für irgendein Beispiel x ist jetzt diese hier, unter allen möglichen Klassen. Das sollte herauskommen, alle anderen Werte, die herauskommen, sollten 0 sein. Das ist dann unsere Ground Truth, die angenommene Wahrheit. Oder die Wahrheit, der wir ausgesetzt sind aufgrund der Natur. Unter der Annahme, dass es kein Label Noise gibt, sondern dass es wirklich einfach nur eine Wahrheit gibt für dieses Beispiel. Die Verteilung, die wir lernen, ist nicht so schön und sauber. Sie wird irgendwelche von 0 verschiedenen Werte für jede dieser Ausgabe Perzeptrons ausspucken. Und unser Ziel ist es jetzt weiterhin natürlich, die wahrscheinlichste, die richtige Klasse darunter zu wählen, unter den Werten. Und man kann jetzt einfach den größten Wert wählen, okay. Aber man hat sich halt gefragt, kann ich hier nicht eine vernünftige Wahrscheinlichkeitsverteilung draus machen? Denn das hier ist zwar eine Verteilung, aber die Werte, die hier stehen, sind noch keine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, wir nehmen an, es gibt eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, mit der jede Klasse hier vorhergesagt wird für ein Beispiel. Aber die Werte hier sind nur individuelle, als Wahrscheinlichkeiten angenommene Werte der Sigmoid-Funktion, die sich aber nicht zu 1 summieren. Das heißt, das hier zusammen ist keine Verteilung. Die Frage ist halt, wie können wir daraus eine Verteilung machen? Die Antwort ist verhältnismäßig einfach. Wir nehmen die Softmax-Funktion. Die Softmax-Funktion bildet einen k-dimensionalen Vektor aus den reellen Zahlen auf den k-1 Simplex ab. Simplex ist ein Begriff, den Sie schon gehört haben, im Zusammenhang mit Entscheidungsbäumen und deren Impurity-Funktionen dort. Es ist dasselbe Konzept. Dieses hochdimensionale k-dimensionale Dreieck in k-1 Dimensionen hat aber mit den Impurity Function hier erstmal nicht viel zu tun, mit der einzigen Ausnahme, dass der Simplex dafür sorgt, die Abbildung auf den Simplex dafür sorgt, dass wir Werte erhalten, die sich zu 1 summieren und die außerdem größer als 0 sind. Die Formel sieht dann so aus: Wir berechnen die Exponentialfunktion für den Wert zi bezüglich einer Vektorkomponente i des Ausgabevektors z hier und normalisieren das Ganze mit der Summe aller E-Funktion zu Potenz von Z, von den einzelnen Komponenten von Z. Und das machen wir schlicht für jeden einzelnen Wert. Und das ist jetzt schon die Softmax-Normalisierung. Und da wir hier schon die E-Funktion anwenden, können wir uns das hier dann auch noch sparen und nehmen dann in der letzten Ebene einfach die Summe der Werte. Die Normalisierung findet dann hier statt. Das ist im Prinzip, deswegen wird hier das Sigma auch wieder verwendet, hier ein neues Sigma mit dem Delta. Das Delta steht für den Simplex. Die Softmax-Funktion hat die Eigenschaft, dass sie den Klassenunterschied maximiert. Das heißt, sie versucht, eine Klassifikation zu erzeugen. Das heißt, für eine Mehrklassenklassifikation, wenn Sie Objekte haben, die zu mehr als einer Klasse gehören, taugt die Softmax-Funktion nicht so gut. Aber ansonsten erhalten Sie ja eine ganz normale Wahrscheinlichkeitsverteilung, die Sie dann mit der Cross-Entropie verwenden können. Und das heißt, Sie können jetzt hier als Loss-Funktion die Cross-Entropie verwenden. Wenn Sie die Ground Truth kennen aus einer Menge von Beispielen,
Nochmal, wir kennen die wirkliche Ground Truth, die Target-Funktion ja nicht. Wir kennen nur die Beispiele. Aber wir können P abschätzen aus den Beispielen. Und wenn die Beispiele D sehr gut gewählt sind, sehr sauber sind, dann sind die Wahrscheinlichkeiten, die wir schätzen für jede Klasse, wahrscheinlich relativ gut. Und das bedeutet im Umkehrschluss, wir können hier die Cross-Entropie, das heißt die Zahl der zusätzlichen, nein, nicht der zusätzlichen, die Zahl der gesamten Bits, die wir benötigen, um diese Klassenverteilung, die wir erwarten, abzubilden in der Wahrscheinlichkeitsfunktion von Q, ausrechnen. Und je größer die Zahl ist, umso schlechter das Modell. Das Ganze wird dann nochmal anders dargestellt. Wir nehmen hier die logistische Funktion und als Repräsentanten der Wahrheit einen One-Hot-Encoded Vektor, ich zeige Ihnen gleich noch, wie der aussieht, und multiplizieren das Ganze mit dem Log der Sigma-Delta-Funktion von Z, projiziert auf I. Ist hier nicht zu sehen? Gut, alles klar. So. Wie verhält sich das Ganze jetzt zur logistischen Regression? Ich habe gesagt, es ist nicht ganz dasselbe, aber es kommt am Ende dasselbe raus. Und das kann man sich daran klar machen, indem man sich jetzt nochmal die logistische Regression vergegenwärtigt. Hier haben wir die logistische Funktion und Sie wissen, Sie erinnern sich noch, dass wir im Prinzip einfach annehmen, dass die Projektion der Werte der der Sigmoid-Funktion für die Repräsentationen der jeweiligen Feature-Vektoren einfach als Wahrscheinlichkeiten zu werten sind dafür, dass die Objekte zu einer der, hier im Zweiklassenfall, zwei Klassen gehören. Abhängig davon, ob sie jetzt weiter auf der rechten Seite oder auf der linken Seite des Nullpunkts liegen. Und die Wahrscheinlichkeiten sehen Sie dann jetzt nochmal hier. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Beispiel x8 positiv ist, ist aufgrund der Lage und der Projektion auf diesen Wert hier 0,8. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Beispiel x4 negativ ist, wird als Gegenwahrscheinlichkeit der Positivitätswahrscheinlichkeit für x4 gewertet und ist 0,95. Also 1 minus 0,05. Man kann zeigen, dass im Zweiklassensituation, das heißt, wenn ich nur eine Klasse, wenn ich nur die Wahrscheinlichkeit für eine Klasse berechnen möchte, die Softmax-Normalisierung 1 zu 1 dasselbe ist wie die logistische Regression. Im Mehrklassenbereich ist es dann nicht mehr der Fall. Aber hier dann nochmal die Parallelität der verschiedenen Verlustfunktionen, die auf Cross-Entropie im Zusammenhang mit der logistischen Regression da sind. Ausgangspunkt war die Cross-Entropie und der Wunsch, das als eine Loss-Funktion zu verwenden. Hier das Ganze nochmal analog mit den Wahrscheinlichkeitsfunktionen dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt hier, dass die kleinen Buchstaben P und Q stehen für die Wahrscheinlichkeitsfunktionen der jeweiligen Verteilung. Und hier der punktweise Loss dann, wie er tatsächlich berechnet wird. Hier das One-Hot-Encoding der jeweiligen Klasse für alle Klassen von 1 bis K. Das ist dann einfach ein One-Hot-Vektor, ist einfach ein Vektor mit einer 1 an der Stelle I hier, beziehungsweise Nullen an allen anderen Stellen für alle Klassen 1 bis K. Das Ganze multipliziert mit dem Logarithmus der Abbildung des Vektors Z auf den Simplex. Und ja, das ist dann im Prinzip summiert über alle Klassen und davon und negiert der punktweise Loss für das Beispiel x gegeben, den Klassenvektor, das heißt die ursprüngliche Verteilung p. Das sehen wir jetzt hier nochmal.
Das im Prinzip sind äquivalente Repräsentationen. Hier gehen wir vom 0-1-Loss aus. Also das bedeutet, dass wir kein Label Noise annehmen an der Stelle. Und hier ist die Repräsentation der Abbildung, die unser Modell erlernt hat. Zum Vergleich, der logistische Loss, den sehen Sie hier nochmal, den haben wir hergeleitet für die Zweiklassensituation und man kann jetzt hier zeigen, dass durch einfaches Umformen des logistischen Loss in der Zweiklassensituation die Cross-Entropie herauskommt. Der logistische Loss wurde unabhängig erfunden, da hat noch keiner über Cross-Entropie nachgedacht. Als das Problem der linearen Regression erkannt wurde bezüglich der Robustheit und vorgeschlagen wurde, anstatt einer linear steigenden Funktion vielleicht doch lieber eine stufenartige Funktion zu verwenden. Aber wie sich dann im Nachhinein jetzt hier gezeigt hat, durch die Verwendung der Cross-Entropie als Verlustfunktion gibt es einen wieder interessanten Zusammenhang und quasi in gewisser Hinsicht eine Verallgemeinerung. Die Cross-Entropie ist aber nicht der logistische Loss, es ist nur eine Parallele. Sie löst auch nicht dasselbe Problem bezüglich der Robustheit. Das ist bei den Mehrschicht-MLPs einfach nicht der Fall. So, und jetzt kommen wir zum letzten Konzept, das noch hinzukommt für heute. Das ist das Momentum. Wir haben eben schon gefragt bezüglich der Anpassung der Lernrate. Ja, das geht. Man schaut sich einfach an, was war denn im vorigen Zeitschritt T-1 das Gewichtsupdate und multipliziert das noch mit einem Faktor Alpha, ein neuer Hyperparameter, auf das Gewichtsvektor-Update des Schrittes T hinzu, nicht multipliziert, sondern summiert. Und das Ganze geschieht kann man im Zwei-Ebenen-Perzeptron machen, wie auch im Mehr-Ebenen-Perzeptron hier. Und der Faktor oder der Hyperparameter Alpha ist das sogenannte Momentum. Der Effekt des Momentums ist, dass man mit jedem zusätzlichen Gradientenabstieg eine gewisse Trägheit einführt in die Bewegung des Gradienten. Und zwar so, dass wenn man einen starken Abstieg hat und plötzlich die Richtung sich ändert, dass man trotzdem immer noch ein bisschen in die Richtung weiter marschiert. Genauso wie man es sich vorstellt, wenn Sie schnell in eine Richtung laufen und jemand Sie von der Seite schubst oder so, dann gehen Sie nicht so einfach so im rechten Winkel nach links, sondern Sie beschreiben eine Bahn. Und das passiert dann hier bei einem Gradienten ganz genauso. Und ansonsten hat eine gute Einstellung des Momentums, kann den Effekt haben, dass der Gradientenabstieg sich beschleunigt und man insbesondere schneller Minima identifizieren kann. Damit sind wir fast am Ende.